Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Kultures, der Entdeckung Quinlands. So, gleich mal wieder Speedboost einschalten. Ach, der Leben ist ein bisschen nah an den Verteidigungstürmen, macht aber nicht so viel. Ach, hier unten wäre auch noch jede Menge Leben. Brauchen wir jetzt aber nicht so unbedingt. Wir brauchen für dich was zu essen. Okay, wir produzieren schon Nahrung im Überfluss. Gut, du bist erwachsen. Du bist erwachsen. Ich glaube, dich hatten wir fürs Bierbrauen ja eingeplant. Einer sollte aber noch fehlen. Ja, Ansgar hier. So, unser Eisenschiffer kann arbeiten gehen. Ah, wie sieht's bei unserem Schuster aus? Der kann dann demnächst aufhören, Schuhe zu machen. Okay, Ansgar. Jo. Du heiratest? Anlauf, ab in die Schule. Du auch in die Schule. So, du wirst Träger. Oh, die fangen schon einen Weizen da rein zu stopfen. Ach ja, und das mit den Schafen wird dann lustig. So, und Ansgar Bäcker. Jawohl. Oh ja, du bringst schnell Eisenerz. Du hast Bäcker gelernt, also wirst du jetzt Bierbauer. Okay, hier haben wir einen Kundschafter immer noch. Ja? 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 Okay, die Wege sind zum Glück nicht sonderlich lang diesmal. Also, ein Vorratszelt wird gebraucht, das wir unten gerade nicht bauen können. Okay. Weil wir niemanden in der Nähe haben. Und auch der Weg ist nicht allzu groß. Zu dem ihrem Vorratszelt. Wobei ich echt überlegen bin, ob ich mit denen dann überhaupt Handel treiben will. Okay, stell doch einmal Schuhe her. Weil die wollen 20 Bögen. Okay, Tempel ist fertig. Gut. Das heißt, jetzt kommt der Eisenschmelzer. Ach ja, und du. Die Schlamal. Ah, jetzt musst du das Holz hier davor ablegen, hä? Mal wieder. Hm.
Du suchst Nahrung ziemlich weit weg. Aber auch gut. Okay, Eisenschmelze wird gebaut. Weil ich muss ja eigentlich sagen, die Indianer, die haben nichts. Besonders nützliches. Die Maya hier unten eher mit Gold gegen Eisenwerkzeuge. Also ich kann bei denen hier oben irgendwann Holz. Nein, ich kann Holz verkaufen. So, den Bierbrauer haben wir auch schon erfunden. Gut. Okay, und der fängt schon an, Eisenerz einzulagern. Also kann ich ihn dann mal stoppen, indem ich ihn wieder Steine abbauen lasse. Ich glaube, du machst mir erstmal ein paar Holzwerkzeuge. So, Eisenschmelz ist fertig. Oh, unser Bierbrauer muss beten. Auch okay. Ja, Nahrung ist echt kein Problem mehr. Ja, du brauchst mal das Holz, was du hast, auf für Holzwerkzeuge. Du besorgst Nahrung von irgendwo. So, gehen mal wieder nach da unten. Wie gesagt, hier ist die Frage: Holzfäller, also Lager für Schäfchen, also für Waffenröcke und Holzfäller. Wäre fast voll das Vernünftigste sein. Und ja, hier kommen wir erstmal nicht durch. Und auch nirgendwo über den Fluss, außer direkt beim Eingang. Quetzalcoatls Regenkrieger mögen uns nicht. Und die wollen 30 Bögen, das könnt ihr echt vergessen. Na gut, ich könnte im Nachhinein Wolle gegen Bögen tauschen. Erstmal Bögen herstellen und Bögen tauschen zu können. Und ich meine, Holz in Nahrung brauchen wir auch nicht und Stein in Leder auch nicht.
Und sie haben nur ein Vorratslager. Ja, das waren die Regenkrieger, als wir die Brücke entdeckt haben. So, Vorratslager, also Vorratszelte. Vorratszelte sind ja auch nicht teuer eigentlich. Und da hier kann ich einen Holzfäller gebrauchen. Und einen, den Goldschmied, also den Goldschürfer und den Goldschmied. Das ist dann ein Dreifamilienhaus hier. Und hier wäre es halt Schäferweber und Holzfäller. Wäre ein Zweifamilienhaus, was vielleicht öfter mal leer stehen dürfte, weil ich es nicht vorhabe, mehr so viele Holzfäller zu unterstützen. Ich lasse dann eher meinen Holzfäller hier oben, dann da unten arbeiten. Oh, und du kannst ja mir wieder aufhören. Kannst Holzfällern. Hier ist nämlich da das zweite Vorratszelt zu bauen. Ja, was mache ich mit dem Thema hier oben? Nicht du. Bäcker. So, weil Stein haben wir jetzt auch wieder genug. Oh ja, auf dich habe ich total vergessen. Dich brauche ich ja jetzt nicht mehr als Kundschafter. Also dann mal hoch in die Schule mit dir. Du wirst unser Goldsammler. Und nachher unser... Du keinen Bock zu bauen, hm? Habe ich die Goldmine jetzt schon platziert? Nein, noch nicht, oder? Nö. Ach, kann ich auch gerade nicht. Hehe. Oh, Stroller ist hungrig. Schuster steht schon eine Weile leer, ist okay. Tempel steht schon eine Weile leer. Das heißt du? Jo, jo. Mach uns mal den Druiden. So, jetzt aber Goldmine. Goldmine und Holzfällerzelt auch gleich.
Und ein Dreifamilienhaus. Brauchen wir hier auch. So. Geschirr sollten wir schon welches haben. Also erstmal Nahrung. LMN, da ist Nahrung. 25 Nahrung. 5 Geschirr.